So, bei diesem Video möchte ich euch kurz mal zeigen, wie man effektiv in kurzer Zeit viele Hülsen trimmen kann. Und zwar wir bei uns im Schützenverein schießen vorwiegend im Kaliber 223. Und wir sind auch selber wiederladen und das Trimmen kostet doch viel Zeit. Jetzt haben wir eine Idee. Und zwar möchte ich euch gerne das zeigen. Ich habe vom Baumarkt ganz normal einen Mängelschleifer gekauft. Dort habe ich die Seite abgebaut. Nochmal mit dem Mutter abgeschraubt, das Schleifband war. Habe mir über Amazon diesen Adapter gekauft von 14 mm auf 10 mm und von Braunwils diesen Trimmer gekauft. Ausführung 223, da wäre die Möglichkeit zu wechseln in verschiedene Kaliber. Zu den Hülsen, sie sind schon vorgereinigt, kalibriert. Entzündet, das habe ich mit meiner DIN 1050 gemacht. Jetzt kommt es halt wie gesagt ans Trimmen. Beim Trimmen, ich möchte meine Hülsen auf 44,5 trimmen. Dies erfolgt halt wie gesagt mit dieser vom Braunwils mit diesem Trimmer. Er geht wirklich relativ schnell. Wir haben auch hier, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Hülse, die Messlehre, da sieht man schön durch das Kalibrieren. Werden die Hülsen doch etwas länger und ich möchte wieder auf dieses Maß zurück trimmen, damit es dann beim Schießen keine Ladehemmung gibt. In diesem Karton, diese Kiste, habe ich ca. 1600 Hülsen und ich brauche in dieser Variante eine gute Stunde. Wichtig ist natürlich die Schutzbrille, weil doch die Messingsplitter liegen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie relativ schnell das Trimmen dieser Hülsen funktioniert. Schau dir mal eins, wird natürlich jetzt ein bisschen laut. Ganz normal. Anschlag. Sieht es schön bündig. Damit sollte es auch beim Wiederladen dann keine Probleme geben. Es ist eine relativ preiswerte Alternative. Wie gesagt, ich habe für den Winkelschleifer ca. 30 Euro bezahlt, für den Adapter bei Amazon etwas über 6 Euro und Braunwils für 56 den Trimmer. Den Trimmer kann man natürlich auch noch entsprechend einstellen mittels diesen Impulsschlüsseln. Kann man dann hier die Tiefe nachstellen, was man gerne hätte. Das kann man dann auch schön reinigen, damit man dann schön die Späne. Bei der Messlehre sieht man schön bündig, das passt. Wichtig ist nochmal, wie gesagt, ich habe die Hülsen einmal grob vorgereinigt, vom Kalibrieren, von Entzünden. Wichtig ist nochmal nach dem Trim auch die Hülsen nochmal zu reinigen, weil es sind doch leichte Späne, wie man hier so schön sieht, diese Messingspäne. Deshalb auch nochmal ganz wichtig, hinterher nochmal reinigen vorm Laden. Den Eimer, jetzt habe ich gemacht, das sind so ca. 5000 Hülsen. Für die 5000 habe ich nicht ganz 3 Stunden gebraucht. Weil man sieht, ist doch relativ schnell. Also ich kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen, diese Variante. Und im Kaliber 223 auch sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal.